Herzlich willkommen auf diesem Erstvideo, was als zweites erschienen ist, weil wir leider die Möglichkeit nicht dazu hatten, das vorher zu drehen. Wir hatten aber die Möglichkeit, bei der EMS den Chris zu interviewen. Und daraus, finde ich, ist ein echt gutes Video entstanden. Das jetzt auch mal auf Seite. Ich erkläre euch mal, worum es geht auf diesem Kanal. In diesem Kanal werde ich jetzt die ganze Zeit sagen, weil ich doof bin. Na, ist egal. Ich bin Joe. Und ich bin hier Geschäftsführer bei Haus der Tausend Maschinen, kurz HDTM. Das heißt, was wir machen ist, wir haben einen Maschinenverleih und eine Automietwerkstatt. Beim Maschinenverleih geht es darum, du kommst hier hin, als egal privat oder Gewerbetreibender, und mietest dir Maschinen wie zum Beispiel Stemmhammer oder Gartengeräte, Parkettschleifer, Tellerschleifer und so weiter auf Tagesbasis. Oder wir haben auch noch zusätzlich in der Halle eine Automietwerkstatt mit 15 Bühnen. Das heißt, da kannst du auf Stundenbasis eine Hebebühne mieten oder auch einen Platz. Da kannst du auch also mit dem Motorrad kommen oder sonst was. Ja, und dann kannst du hier einfach schrauben. So, darum geht es in diesem Geschäft. Zu diesem Kanal. Wir wollen euch einfach zeigen, was für doofe Sachen hier manchmal passieren. Oder wie cool die Mitarbeiter hier sind. Wir nehmen hier alles mit viel Humor. Und da wollen wir euch einfach mitnehmen und zeigen, was Haus der Tausend Maschinen macht, was Haus der Tausend Maschinen kann. Weil ich bin der Meinung, dass diese Firma richtig viel Potenzial hat. Und es wäre einfach böse, euch das vorzuenthalten. Kurz, wie das überhaupt entstanden ist mit Haus der Tausend Maschinen. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich hier als Angestellter gearbeitet, oder beziehungsweise vor 3 Jahren habe ich angefangen hier zu arbeiten. Und irgendwann kam der Chef und die Chefin und sagten: Hey, vielleicht gehört die Bude ja irgendwann mal dir. Und dann habe ich gesagt: Boah, das wäre so toll. Vielleicht in einem anderen Ton, aber ungefähr so ist es gelaufen. Dann wurden auf einmal die Gespräche ernster, die Nächte kürzer. Ja, und vor ungefähr einem Jahr ist es dann passiert. Mit einem guten Freund von mir haben wir die Firma übernommen. Und seitdem geht es hier runter und drüber. Wir stehen jeden Tag vor einer neuen Herausforderung. Also jeden Tag wäre vielleicht untertrieben. Es ist eher jede Stunde passiert irgendwas Neues. Du spielst hier also Feuerwehrmann, musst jeden Brand löschen. Das Ganze funktioniert allerdings trotzdem ganz gut. Die Mitarbeiter sind super und die Kunden sind super. Und das alles wollen wir euch aber nicht vorenthalten. Wir haben hier viel mit Autos zu tun. Wir haben hier viel mit Maschinen zu tun. Das Ganze werden wir euch zeigen. Das heißt, wir zeigen euch mal, wie wir mal ein Auto vielleicht umbauen oder wie man mal eine Maschine benutzt oder wie man mal eine Maschine repariert und so weiter und so fort. Also solche Videos kommen dann, wie im Video davor, was ja eigentlich das zweite Video sein sollte, was aber das erste Video geworden ist, wollen wir euch den Einstieg in den Motorsport zeigen, weil ich persönlich einfach da Interesse dran habe. Und zusammen mit Chris werden wir das Ganze auch in Angriff nehmen. Ich denke, dass demnächst auch weitere Videos mit ihm zusammenkommen. Ja, und das ist im Endeffekt alles. Also würde ich sagen, bis dann, euer Joe. Stopp, 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 stopp. Also, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, und das ist ganz wichtig, wir sind keine Profis. Wir haben sowas noch nie zuvor gemacht. Das ist jetzt das erste Mal oder das sind die Einstiege. Habt ein bisschen Nachsicht bitte mit uns, weil die Cuts werden schlecht. Wir haben Patzer drin, wir haben Versprecher, wir haben viel zu lange Pause, viel zu lange Ams und uns und was auch immer. Wir sind halt einfach keine Profis darin. Wir können das, was wir hier jeden Tag machen, können wir gut. Das, was wir jetzt vor der Kamera tun oder für die Kamera tun, ja, da müssen wir halt noch einfach lernen und einfach wachsen. Was aber dabei richtig helfen würde, wäre ein Kommentar, ein Abo irgendwo hier und ein Like wäre auch super. Ja, so dass wir uns das nächste Mal sehen. So, aber jetzt wirklich. Bis dann, euer Joe.